Hallo und herzlich willkommen zum ersten, ja, zur ersten Folge von LegaTV. Ich bin Petra Rodenberg, ich habe den Lernort gegründet und im Lernort geht immer alles um Legasthenie und Dyskalkulie und wie wir den betroffenen Kindern am besten helfen können. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist jetzt wirklich die erste Folge in dem Videoblog, die jetzt kommt, und ich freue mich total, dass dass auch schon die Reaktionen schon vorher so groß gewesen sind und dass viele sich darauf jetzt freuen, was jetzt einfach passiert. Viele sind auch schon im Elterncampus dabei gewesen, meiner kostenfreien Webinarreihe. Das LegaTV ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des Elterncampus. Die Folgen werden jetzt wöchentlich erscheinen. Trotzdem habt ihr, wenn ihr im Elterncampus wart, natürlich jetzt noch Zugriff auf die alten Webinare. Die sind noch eingestellt und die könnt ihr jederzeit angucken, genau wie alle anderen Materialien. Dazu gibt es eben im Lernort ein Passwort. Die sind passwortgeschützt, aber kostenfrei. Das heißt, wenn ihr so ein Passwort haben wollt und noch nicht dabei seid, unten gibt es eine Anmeldung, dann schicke ich euch ein Passwort und ihr habt Zugriff auf alle Materialien, auch die ich jetzt dann in den Videos einfach so vorstelle. Hier im LegaTV werden wir ganz unterschiedliche Formate haben. Es gibt Lerntipps. Nächste Woche haben wir eine Interviewpartnerin. Da kommt die Susanne Seifried zum Thema Dyskalkulie. Da sage ich aber dann auch am Schluss noch was zu. Ja, ich sage noch ein bisschen was zu mir, wer mich vielleicht noch nicht kennt, wer noch nichts von mir gehört hat. Ich bin Petra Rodenberg. Ich habe selber ein betroffenes Kind mit Legasthenie. Und ich habe integrative Lerntherapie an der TU in Chemnitz studiert. Vom Grundstudium her bin ich Pädagogin. Ich bilde Legasthenietrainer aus und ich habe natürlich ein Förderprogramm für Kinder, die LRS haben. Das findet ihr auch alles auf der Lernort-Seite. Der Lernort ist im Prinzip eine Praxis für Lerntherapie im Internet, wo ihr alles eben von zu Hause aus erledigen könnt und auch mit mir in Kontakt treten könnt. Und LegaTV, wie gesagt, gibt es jetzt jede Woche neu, und diese Woche haben wir ein ganz spannendes Thema. Das Thema heißt die Null-Fehler-Grenze. So, und jetzt nehme ich euch mit an meinen Schreibtisch, weil ich euch auch ein bisschen ein paar Folien dazu zeigen möchte, was ihr mit dieser Null-Fehler-Grenze eigentlich anfangen könnt und was das für eure Kinder bedeutet. Okay, also um die Null-Fehler-Grenze geht es heute. Was ist die Null-Fehler-Grenze eigentlich? Die Null-Fehler-Grenze ist der Punkt, an dem, wie der Name schon sagt, ein Kind keine Fehler mehr macht. Und den gilt es zu finden. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr mit euren Kindern üben wollt. Weil ihr wisst selber, was das bedeutet, wenn unter einem Diktat Null-Fehler steht. Das bedeutet einfach, ich habe es gut gemacht, ich war super. Und ich habe noch kein Kind erlebt, das nicht gerne endlich mal Null-Fehler im Diktat haben möchte. Aber die Frage ist, wie finde ich diesen Punkt? Viele Kinder sind wirklich auch noch ganz schwach in der Rechtschreibung, wenn sie zu mir kommen. Die können dann vielleicht gerade mal Wörter schreiben wie Nase, am, in, ein, malen, Lisa, Lena und all diese leichten Wörter, die man eben schon ganz am Anfang lernt. Dann gibt es eben ein Diktat, das zum Beispiel da heißt, aus solchen Sätzen besteht wie die Kinder malen eine Nase. Und einfach nur solche Wörter und solche Sätze, die Kinder wirklich fehlerfrei schreiben können. Weil dann haben sie das Gefühl, sie schaffen auch schon was. Denn jedes Kind kann was. Es geht nicht nur darum, immer dahin zu gucken, was die Kinder nicht können, sondern endlich mal dahin zu gucken, was die Kinder schon schaffen. Und das ist auch nochmal, ich habe das auch nochmal beschrieben. Es gibt einen Blogartikel da von mir aufgeschrieben, der heißt, warum Rechtschreibfehler gut sind. Denn diese Rechtschreibfehler helfen uns, eigentlich den Punkt zu finden, wo ein Kind steht. So, nochmal kurz zur Null-Fehler-Grenze. Die Null-Fehler-Grenze zeigt eigentlich, wo dein Kind steht und was dein Kind schon kann. Um die herauszufinden, muss man eigentlich die Fehler nach Fehlerarten sortieren, weil die Fehler sind auch so ein bisschen hierarchisch in der deutschen Sprache. Wie gesagt, in dem Blogartikel, wozu Rechtschreibfehler gut sind, findest du da noch mehr Anleitungen zu und auch eine Tabelle zum Runterladen, wie du die Fehler für dich sortieren kannst, damit du weißt, wo dein Kind steht. Und von da aus kann man dann eben Schritt für Schritt weitergehen. Oft folgt man natürlich, ich weiß das, weil man den Druck hat, der Schule und dem Lehrplan. Und dann ist es aber so, dann lernt man vielleicht für ein Diktat und dann schaffen die Kinder das noch und dann hat man ganz viel Zeit investiert. Und dann ist es einfach wieder vergessen, weil es zu viel war, weil man da zu viel versucht hat, zu schnell zu machen. Und dann hat man ganz viel Lernzeit investiert. Und fängt dann doch wieder von vorne. In der Materialsammlung, die es ja hier gibt, habe ich ja vorhin schon erzählt, kannst du dir eine Tabelle runterladen, mit der du das auch selber herausfinden kannst, wie das in diesem Blogartikel auch beschrieben ist, wie man eben guckt, wo sein eigenes Kind steht, wenn man das machen möchte. Ich mache das mit jedem Kind. Und dazu braucht man nicht mal mehr ein schwieriges Diktat schreiben. Man kann einfach das nehmen, was man hat. Man hat ja zum Beispiel Hausaufgaben aus der Schule oder man hat eben bestimmte Diktate, die die Kinder in der Schule geschrieben haben. Man nimmt einfach dieses Material, was man
man hat und sortiert dann die Fehler in diese Tabelle herein und guckt, auf welcher Ebene der Tabelle eben keine Fehler mehr passieren und welche Wörter man eben nehmen kann. Das sind dann die, ist dann die sogenannte Null-Fehler-Grenze. Du findest das jetzt vielleicht realitätsfern oder ungewohnt oder das passt einfach nicht in den Lehrplan. Das mag stimmen, aber stell dir doch jetzt mal Folgendes vor. Jemand lernt Tennis spielen und er hat jetzt 5 Stunden Tennis und jetzt meint der Tennislehrer, jetzt muss er die Rückhand beherrschen. Und oder aber der Klavierlehrer möchte nach dem Stück Summ, 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 Bienchen, Summ herum die kleine Nachtmusik einstudieren mit einem Schüler. Der Schüler würde irgendwann frustriert die Brocken hinschmeißen und nicht mehr hingehen, weil der einfach sagt, das muss ich mir nicht geben. Und das würde dir auch so gehen, wenn jemand keine Rücksicht darauf nimmt, wie du etwas lernst, dann hörst du einfach wieder damit auf. Du bist in der Position, das zu können. In der Schule ist das natürlich etwas anders. Trotzdem, wenn wir unser Augenmerk mal ein bisschen mehr dahin lenken würden, was die Kinder können und weniger auf das, was sie nicht können, würden viel, viel mehr Kinder am Ende der Grundschulzeit gut lesen, schreiben und rechnen können. Das würde natürlich für die Schulen bedeuten oder für die Schulen einfach noch mal viel weniger, sondern von dem Kultusministerium, dass einfach die Personaldichte höher sein müsste, weil dafür braucht man natürlich auch viel mehr Differenzierung innerhalb der Klassen. Wir können die Schule nicht ändern, aber wir können den Umgang mit unseren Kindern ändern. Ich kann es mit jedem Förderkind tun, was ich betreue, und du kannst das auch mit deinem Kind tun. Und das ist eigentlich genau das, was unter das Stichwort Mindful Learning gehört. Mindful Learning bedeutet nichts weiter als Achtsamkeit. Das heißt, nicht zu bewerten. Nicht zu sagen, das Kind ist zu langsam, das hat noch nicht genug gelernt, das ist jetzt nicht im Rahmen, sondern einfach zu gucken, wo steht das Kind, wo bin ich im Moment. Einfach nur achtsam dahin gucken, wo bin ich, und von da an kann ich Stück für Stück und Schritt für Schritt weitergehen. Und ja, das ist eigentlich das, was ich dir einfach mitgeben möchte. Du kannst, wie gesagt, in diesem Blogartikel, wozu Rechtschreibfehler gut sind, auch nochmal nachlesen, wie das geht. Alle weiteren Infos, die ich hier in dem Video genannt habe, findest du rund um das Video in dem Artikel, wo das Video eingebettet ist. Und du hast noch Fragen dazu, dann gibt es hier unten ein Kommentarfeld. Da kannst du diese Fragen einfach reinschreiben. Und wenn du noch kein Passwort hast, wie ich das schon gesagt habe, für die Materialsammlung, dann findest du unten hier einen Link, wo du dich anmelden kannst. Da kannst du dir die Materialien runterladen. So, ich habe euch auch noch was mitgebracht zur Einführung vom LegaTV. Und zwar einen Gutscheincode. Dieser Gutscheincode heißt LegaTV, alles groß geschrieben. Und was ihr damit machen könnt, ist Folgendes. Ihr könnt die Förderprogramme und auch die Ausbildung im Lernort, also die LRS-Trainer-Ausbildung und die Lerncoach-Ausbildung, gibt es bis morgen Abend mit diesem Gutscheincode um 20% reduziert. Das heißt, wenn ihr euch vielleicht schon länger mit dem Gedanken getragen habt, hier eine Ausbildung anzufangen, dann spart ihr jetzt sage und schreibe 20% bis morgen Abend. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dann in den Ausbildungen wiedersehe oder auch mit eurem Kind in die Förderung kommt. Der Gutscheincode ist, wie gesagt, gültig bis morgen Abend um 21 Uhr. So, jetzt sind wir am Ende von LegaTV Folge 1, Null-Fehler-Grenze. Und jetzt möchte ich dir noch ein bisschen erzählen, was in der nächsten Woche passiert. Nächste Woche haben wir einen Interviewgast, das ist die Susanne Seifried. Susanne Seifried ist Lerntherapeutin in eigener Praxis. Und ja, Susanne beantwortet ganz viele Fragen zum Thema Dyskalkulie. Und falls du eine Frage hast zum Thema Dyskalkulie, die du gerne loswerden möchtest, kannst du mir die per E-Mail schicken an p.rodenberg@lern-ort.de. Und dann nehmen wir die Frage einfach in das Interview mit auf und du kannst dir das nächste Woche anschauen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und sage tschüss, bis nächste Woche.